Wer kommt denn da? Hallo? Na du? Mäuschen? Hallo? Hi! Hi! Komm mal her! Komm, Scooby! Komm her, ist alles abwachen! Ja, das kannst du nicht trinken. Doch, das durch die... Ja. Mit der Zunge schlabbert er da durch, ne? Oh, der zieht da auch eine Maus durch. Also, der zieht da auch eine Maus durch. Ja, das war auch schon gut. Ja, schon her. Ja. Ja, von draußen kommt ihr her. Ja, ich hab euch doch gerade aus dem Wohnzimmer gesehen. Ja, das muss gut sein. Ja, das ist sehr gut. Du kannst ja nehmen, ne? Ja, da passt was rein. Ja. Hi, Schatz. Hi, Mama. Ich hab schon gedacht, dass du... Zum Fuß. So, danke schön. Was macht der da? Scooby. Na, deine Hose sieht aber auch traurig aus, ne? Ja. Die jetzt hat schnell den Geist aufgegeben, ne? Ja. Aber wollte ich gleich. Ich habe zuerst hier stehen, habe ich aber zu warm Matthias mitgebracht. Ja, das wird da nachher zu warm sein. Ja, da hat sie wohl einen mitgekriegt. Ja. Oder die fühlen sich noch in Gesellschaft richtig wohl. Ja, das kann natürlich auch sein. Die wird schneller ein. Und Banders, da hast du doch diese gelben Rosen mitgebracht. Oh, Mann. Die haben 14 Tage gehalten. Das ist immer so ein Unterschied. Ja, die waren schön, ne, Edmana? Ja. Ja. Ach, Edmana, der Hauke, der hatte doch die Kreissiedlung angeschrieben, ne? Ja. Einen schönen Brief geschrieben. Und am Dienstag kamen sie und haben sich das angeguckt, fotografiert. Ich hoffe, dass sie jetzt auch bald kommen. Ja. Und, ja, aber das ist ja schon mal etwas. Dann ne? muss ich natürlich den Flur ganz ausräumen. Denn weil ja da die Sülle alle, ne? Und dann kommt auch der Maler, der den da den Flur neu streicht und auch neuen Fußboden reinmachen. Aha. Das brauche ich schon mal nicht machen. Ja. Und dann habe ich ihm gezeigt, weil doch das dahinter so fleckig ist. Ja. Ja, sagt er, das kommt, weil es da keine Luft zirkulieren kann. Ja, so nicht, ne? Und da sagt aber, sagen Sie dem Maler, der malt das über den fertig. Mal schauen. Ein bisschen vorziehen dann, ne? Dann brauche ich noch einen neuen Fußboden dann, ne? Genau. Wo Matthias da steht. Wenn er einmal da ist. Genau. Aber ich wäre froh, wenn sie denn wirklich mal bald kommen. Dann muss ich alles die Flurgarderobe ausräumen, ne? Ich habe mir schon so Kartons geholt von Dings. Teddogs. Diese, ne? Ja, die schön, die kann man, die sind schön stabil, die kann man anfassen, sind toll, ne? Und die kann man immer mal wieder gebrauchen. Ja, logisch, klar. Und für einen Euro, da kannst du nichts dazu sagen. Hi. Dankeschön. Das war die Sache. Sehr schön. Bescherung. Aber so peinlich, wenn man nur alleine was kriegt. Ja, du bist ja Weihnachten nicht da gewesen. Ja, stimmt, richtig. Dann musst du das jetzt alleine ausmachen. Ja. Die hast du doch sowieso gleich. Scooby, Scooby! Komm her hier. Ja, er macht das schon immer ganz gut. Das ja, da kann man nichts gegen sagen. War das schön? Ich dachte, du kannst so ruhig streichen. Dann habe ich ja schmutzige Finger. Ja. Sagt der Lütje. Hat Hauke schön geschrieben. Ja, also sowas, der kann sich ausdrücken. Und ist nicht nur ein Rechtschreibfehler hat er da drin. Pflegebedürftig wird klein geschrieben. Und nicht groß. Ja, wie ist er? Pflegebedürftig. Genau. Ja, richtig. Werde ich ihm das sagen? Er meckert mich auch immer. Ja, genau. Passiert. Aber doch schön. Ja, nein, sonst ist es okay. Das merken die vielleicht gar nicht. Ich habe sie auch nicht gemerkt. Jana weg. Ja. Die denken sich, ja, die sind schon alt. Ja, gut. Genau. Eben.
Möchtest du was zu trinken dazu? Ja, oder? Tasse Kakao? Ja. Kleine Tasse Kakao. Ja. Kommt, holen wir, ne? Ich bin neugierig. Ja, mach doch. Jeder Woche. So, dann werden wir mal den Kaffee. Genau. Dann nehmen wir das weg und kannst du nicht breit machen. Ja. Immer langsam. Schon. Hm? Hast du eine Schere? Ja, ich habe sogar zwei. Na, eine mit rein. Ja. Hier hast du eine Schere. Schnipp. Machst du das rechts? Du bist doch eigentlich Linkshänder, ne? Das ist aber rechts. Mhm. Schreiben mit links. Ja. Meistens so. Ja. Das ist ja lecker. Ihr kennt mich zu gut. Das finde ich gut. Oh, Glenn Brunach, danke schön. Das ist sogar einer meiner Liebsten. Das ist ja klasse. Echt? Ja, ja. Super. Den mag ich sogar echt gerne. Ich habe gesagt, dankeschön. Das ist auch wahr. Lass mich drücken. Dann hast du noch den richtigen. Siehst dankeschön. Du, gut, dass wir das jetzt wissen. Ne? Ja. Super. Davor. Stell es da erst rüber. Ja, ne? Genau. Ich habe gedacht, bevor wir dir irgendwo gefuckt hätten. Ja. Da wusste ich ja, dass du gerne mal einen Whisky trinkst. Ja, das ist doch klasse. Nee, guck da mal. Hast du gut den Wein? Sehr gut. Ich musste sogar tatsächlich meinen Perso vorzeigen. Das gibt's doch nicht. Ich stehe da in dieser Kasse. Sie guckt mich an. Könnt ihr im Perso? Ich so, was? Könnt ihr im Perso? Yeah. Ja. Das war sehr unangenehm. Ist doch schmeichelhaft. Schlimmer wäre es andersrum. Ich hab mich weggejagt. Ne? Jetzt liege ich gleich auf deinem Schwanz. So, Edmar, da darfst du Kaffee eingießen. Hätte man den Tisch doch gar nicht ausziehen brauchen. Ne? Nee. Ja. Aber jetzt haben wir Platz. Freiheit, genau. Jo. Ich hatte schon eine Tasse hingestellt für Jana, die trinkt ja nur Tee, ne? Genau. Dankeschön. Der Matthias hatte sich eine Buttercremetorte gewünscht zum Geburtstag. Ja, das hatte ich ihm schon erzählt. Ja. Das ist so fantastisch. Und der Hauke auch immer, wenn er Geburtstag hat. Standard. So. Oh Gott, jetzt habe ich dir so viel, ne? Da kannst du gar keine Milch reinmachen. Ja, ich kann auch Milch reinmachen. Ach, ich habe noch. Du musst Milch noch mitbringen, Edmann, ne? Ja. Da aus dem Kühlschrank. Also, du bist ja doch mal ein bisschen mehr. Also, habe ich heute eine ruhige Hand. Mal sehen. Mhm. Ja, heute geht's. Auto, ne? Bei Vivian war auf dem Geburtstag. Aber so bei der hatte sie keine mehr, ne? Doch, ein bisschen müsste da sein. Da oben, ja, hinter dem Gurkenglas, hätte ich bald gesagt. Da ist die. Ja, im hat's in der Hand. Einfach tiefer, ganz hinten. Ah. Genau, gerade von hier gesehen. Ah, ja. Aber ich weiß nicht, ob da noch viel drin ist. Nee, besonders viel ist da nicht drin. Kannst du die erstmal nehmen, wenn du möchtest. Und da habe ich den Teller so gehalten, ne, mit dem Kuchen. Da hat er so geklappert. Oh. Da haben alle haben geguckt. Ne? Ich sage, das ist nur zeitweise so, nicht immer. Wer will? Schmeiß drauf. Schmales? Du willst doch bestimmt ein großes. Dann nehme ich ein großes. Ja. Nehme ich das kleine. Das kleine? Mhm. Umkippen. Na gut. Ja, genau. Oh, so machen wir das. Dann gebe ich dir nämlich das nächste. Ja, ist gut. Ich schmeiß um. Nein! Das steht gut. Wie groß möchtest du deins haben? Größer! Ich sag, die halbe! Da ist doch noch die halbe. Die halbe, ja. Ich nehme gleich den Teller. Genau. Nehmt euch runter, was er braucht. Ja. Richtig. Weißt du noch einmal, wir waren mal bei Hauke und haben Kaffee getrunken. Da hatten wir so eine kleine Torte und da haben wir die gleich in drei Teile und jeder hat so ein Stück. Kann man mal machen, ja.
Schmeckt gut, ne? Nur da in Thailand ist halt so, dass du die ganze Zeit die Maske tragen musst, auch auf der Straße. Ne? Mhm. Aber ist auch eine Gewöhnungssache. Ne? Ja. Manchmal habe ich sie vergessen, wenn ich mal schnell zum Kiosk gegangen bin, sozusagen. Ne? Und dann, ja. Oh, ich habe das auch schon gemacht. Ja. Hier bin ich im Lidl reinmarschiert, ja, ohne Maske. Hm. Gucken mich alle an. Ja. Und denke, sie haben ihre Maske mit. Ein Mask. Wie ich nach durchgeschnellt und habe für Hans das Baufleisch gekauft, ja, wo es denn so einen Ärger gegeben hat. Sei ich bloß im Geschäft, war nur eine Kundin drin. Ja. Ich schnell aus dem Auto raus, noch die Tür aufgelassen, auch denke ich, brauche ich lang ab. Und bin drin und alle gucken mich an. Ja. Ich denke, was ist denn los? Ne? Ja. Und man merkt, ich habe keine Maske umgemacht. Die hing noch im Auto. Ja. Ich muss in die Bank, nicht ohne Maske. Ja. Nicht ohne Maske, genau. Ja. So wie ich bei McGuides reingegangen bin, ich hatte das Auto in der Garage da in Koppmannshof, ne? Und da hatte ich die in der Tasche gesteckt, weil ich die ja sonst immer da hängen habe. Habe ich sie in der Tasche gesteckt und bin nach dem Eckgeiz reingegangen. Und der steht vorne und gibt mir einen Korb und guckt mich mal an. Und da sagt er mit mal, haben Sie eine Ausnahmegenehmigung? Freischein. Ja, ist ja dann sogar die Teile mit drauf, ne? Den Ständer. Mit die Finger weg. Oh, sieht sonst nicht, wie der Raum aussieht. Ja. Kannst du auch mit dem Finger. Hier. Mhm. Eine Decke. Deckenleuchte. Mein Finger ist nicht so richtig App-kompatibel. Nee, der macht das sonst nicht. Der Finger ist aus einem anderen Jahrhundert. Der wird nicht erkannt. Genau. Falsches Modell. Ja, genau. Der wird von der Software nicht erkannt. Dann geht das auch wieder. Nein, das geht nicht. Willst du spielen? Nee. Ich kann mit meinem Finger nicht so. Guck, die werden schon gekrüppelig. Aber ihr beide ruhig. Jetzt habe ich ja den roten. Aber geht auch so. Oder so. Das eigentlich wollte gewinnen sein. Ja. Treffen ist auch schon mal. Auch gut. Oh, was ist jetzt los? Ah, ja. Jetzt machen wir Gleichstand hier. Oh nein. Gut. Guter Ballwechsel. Ja. Mhm. Auch länger geschafft als sonst. Ja. Das ist nicht schlimm. Ich hätte mir scheiße Idee. Ja. Pass auf. Nein, damit ach muss so, das machen. Damit. Ach so. Kann sein, dass ich schon den ersten Punkt jetzt habe. Oh. Und ein weiteres Tor. Geht doch. Kannst das doch. Komm her, du Ass. Nee. Jetzt. Tja. Ja. Das ist echt für Behinderte hier. Nee, komm her, hier lang. Tor! Oh, ich hab rückwärts gedreht. Den Punkt wieder weggedreht. Was ist das hier jetzt denn? Ne? Ja.
Alle beide rein.